Wie war Ihre Beziehung zu Alfred Ill? Alfred Ill war mein bester Freund. Wir kannten uns schon seit Kindertagen. Er sollte sogar mein Nachfolger werden als Bürgermeister. Mein lieber Ill, schon seit langem sind Sie die beliebteste Persönlichkeit in Güln. Im Frühjahr werde ich zurücktreten. Und wir einigten uns, Sie als meinen Nachfolger vorzuschlagen. Aber Frau Bürgermeisterin... Lieber Herr Ill, ich kann das wirklich nur bestätigen. Also jetzt, meine Lieben, zur Sache. Ich will vorerst mit Clara über unsere miserable Lage reden. Aber das müssen Sie wirklich vorsichtig machen, bitte. Das ist wichtig. Ja, also, wir müssen genug vorgehen. Psychologisch richtig. Schon ein missglückter Empfang am Bahnhof kann alles verteufeln. Und mit der Stadtmusik und dem gemischten Chor ist es noch nicht getan. Da hat Ill recht. Schließlich ist es ein wichtiger Augenblick. Frau Zachanassian betritt den Boden ihrer Heimat, findet Heim, gerührt, Tränen in den Augen sogar. Und sie erblickt Altvertrautes. Waren Sie nicht mit ihr befreundet, Ill? Da hängt alles von Ihnen ab. Ja doch, ich erinnere mich. Damals. Aber sie sind auseinandergegangen. Eine unbestimmte Geschichte war das. Sagen Sie, haben Sie Ihrem Pfarrer etwas zu beichten, Ill? Nein, also, wir lieben uns. Jung und hitzig, war schließlich noch ein junger Kerl vor 25 Jahren. Das Leben trennt uns. Nur das Leben, wie es eben so kommt. Ich für meinen Teil wäre vorbereitet. Das Übrige muss Ill tun. Ja, ich weiß. Die Zachanassian soll mit ihren Millionen rausfinden. Millionen. Das ist genau die richtige Auffassung. Ich kenne Ills Familie sehr, sehr gut. Ich habe immer seine Kinder konfirmiert. Wir waren immer füreinander da. Auch in seinen letzten Tagen habe ich noch eindringlich versucht, ihn zu beschützen. Ich habe ihn gewarnt. Treten Sie ein, Ill. Ich will nicht stören, Herr Pfarrer. Das Gotteshaus steht eben offen. Ich suche Hilfe. Wovor? Ich fürchte mich. Fürchten? Wen fürchten Sie? Die Menschen. Dass die Menschen Sie töten? Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern nur Gott. Nicht den Tod des Leibes, sondern den der Seele. Es geht aber um mein Leben. Um Ihr ewiges Leben. Der Wohlstand steht auf. Das Gespenst Ihres Gewissens. Die Mädchen schmücken sich. Die Burschen tragen bunte Hemden. Die ganze Stadt bereitet sich auf das Fest meiner Ermordung vor und ich krepiere vor Entsetzen. Positiv. Nur positiv, was Sie durchmachen, wirklich. Es ist die Hölle. Die Hölle liegt in Ihnen. Sie sind älter sich und denken, die Menschen zu kennen. Aber im Endeffekt kennt man nur sich selbst. Nur weil Sie damals ein Mädchen verraten haben um Geld, glauben Sie nur, dass Ihre Mitmenschen das Gleiche mit Ihnen machen. Sie schließen von sich selbst auf andere. Das ist nur allzu natürlich. Glauben Sie mir. Siementhofers haben sich eine Waschmaschine angeschafft. Kümmern Sie sich doch nicht darum. Auf Kredit. Kümmern Sie sich um die Unsterblichkeit Ihrer Seele. Stockers ein Fernsehapparat. Beten Sie. So, ich werde nun meines Amtes walten. Ich muss taufen. Eine zweite Glocke? Ja, der Ton ist hervorragend. Finden Sie nicht? Voll und kräftig. Auch Sie, Herr Pfarrer? Auch Sie? Bitte fliehen Sie. Führen Sie uns bitte nicht in Versuchung. Flieh! Die Glocken des Verrats drücken, Güllen. Bitte, flieh! Haben Sie Alfred Ill in seinen letzten Tagen wahrgenommen? Ill verhielt sich in den letzten Tagen sehr unsicher. Aber ich wollte ihm nur helfen. Ich war immer für ihn da. Wir gingen früher zusammen zur Schule.
Wir waren immer miteinander befreundet. Ich wollte ihnen helfen, Ill. Aber man schlug mich nieder. Und auch sie wollten es nicht. Ach, Ill. Diese schändliche Milliarde, sie brennt in unseren Herzen. Reißen Sie sich doch zusammen. Sie kämpfen Sie um Ihr Leben. Setzen Sie sich mit der Presse in Verbindung. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Sagen Sie mal, Ill, haben Sie wohl Ihren ganzen Verstand verloren vor Angst? Ich sehe ein, dass ich kein Recht mehr dazu habe. Kein Recht? Kein Recht gegen dieser verfluchten alten Dame, dieser Erzsuche, die ihre Männer von unseren Augen wechselt, die unsere Seelen einsammelt. Es ist alles meine Schuld. Schuld? Ja, ich habe Clara zu dem gemacht, was sie ist. Und mich zu dem, was ich bin. Ein verschmierter, windiger Krämer. Was soll ich tun, Lehrer von Güllen? Den Unschuldigen spielen? Alles ist meine Tat. Ich kann mir nicht mehr helfen und euch auch nicht mehr. Ich bin nüchtern auf einmal. Sie haben recht, Ill. Vollkommen. Nun will ich Ihnen eins sagen. Man wird sie töten. Ich weiß es und auch Sie wissen es von lange. Auch wenn Sie es nicht haben wollen. Die Versuchung ist einfach zu groß und die Armut ist zu bitter. Und noch weiß ich eins, Ill. Auch ich werde daran teilhaben. Ich spüre, wie ich langsam zum einen Mörder werde. Mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Und weil ich es weiß, bin ich Säufer geworden. Ich fürchte mich, Ill, so wie Sie sich gefürchtet hatten. Und noch weiß ich, dass auch zu uns einmal eine alte Dame kommen wird und mit uns geschehen wird, was mit Ihnen jetzt geschieht. Doch in wenigen Stunden werde ich es nicht mehr wissen. Haben Sie irgendeine Idee, welche Motive hinter dem Mord Ill stehen könnten? Die sehr bekannte Milliardärin Claire Zachanasian besuchte Güllen und bot unserem Dorf 1 Milliarde. Ganz ohne Bedingungen? Nein, wir sollten Alfred Ill töten. Schließlich schwängerte er sie in ihrer Jugend und leugnete bis vors Gericht seine Vaterschaft. Fand dieser Vorschlag Zustimmung? Natürlich nicht. Wir lehnten das Angebot aus moralischen Überzeugungen einstimmig ab. Ich biete 1 Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet. Was? Meine Liebe, das kannst du doch nicht fordern. Das Leben ging doch längst weiter. Das Leben ging weiter, aber ich habe nichts vergessen. Nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für 1 Milliarde. Zachanasian, noch sind wir in Europa. Noch sind wir keine Heiden. Ich lehne im Namen der Stadt Güllen das Angebot ab. Lieber bleiben wir arm, denn blutbefleckt. Richtig so. Jawohl. Ich warte. Blieb es bei der Ablehnung? Selbstverständlich. Liebe Güllner, ich schreite zur Abstimmung. Wer reinen Herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, erhebe die Hand. Das Angebot der Claire Zachanasian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir einen Verbrecher unter uns dulden. Denn wir können nicht leben, wenn wir einen Verbrecher unter uns dulden. Mein Gott! Hat Güllen Ihrer Meinung nach gerecht gehandelt? Ich bin mir sicher, dass das in Ihrem Protokoll so stehen wird.